24 an 36. Ab sofort gilt Plan B. Alle Einheiten bereithalten. Zentrale an alle. Unterhändler macht sich jetzt auf den Weg. Ende. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Leitan Jaizu, hallo Shay Bihail. Leitan Jaizu, hallo Shay Bihail. Zentrale an alle, Alarmstufe 1. Ich wiederhole, Alarmstufe 1. Einsatz nach Plan B. Planquadrate Q, M und D sind ab sofort gesperrt. Operation Adler beginnt. Also drei Geiseln. Ja. Los. Ihr müsst von der Seite rein. Ich gehe durch das Linke. Gut, wie du willst. Okay? Okay. Dann los. Viel Glück, Jungs. Du baust schon wieder Scheiße! Woher soll ich denn wissen, dass da draußen noch einer war? Damit muss man eben rechnen, Bodhi. Cody again? What's the matter with him? I don't know. Maybe he just likes the real thing. The way he's shaping, he won't even be considered if it happens. Ich habe Ihre Berichte gelesen. Sie sind ja gründlich, Jack. Vielen Dank, Sir. Wenn man allerdings zwischen den Zeilen liest, scheint es, dass sich die Leistung eines unserer besten Teams verschlechtert hat. 3-7 und 4-5. Bodhi und Doyle. Wir brauchen nicht um den heißen Brei zu reden. Es ist 3-7. Bodhi. Ja. Sagen Sie mir mal Ihre Meinung. Ganz privat. Selbst mit einem angeknacksten 3-7 sind die zwei immer noch ein Spitzenteam. Ach, ich meine nicht das Team, sondern Bodhi. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er nur eine Krise. Dass er in einer Krise steckt, ist uns bekannt. Aber aus welchem Grund? Vielleicht das Alter. Was? Das wäre eine Möglichkeit. Ach, hören Sie auf, Chick. Ich meine es ernst. Sehen Sie sich Profiboxer an. Sie erreichen ihre Spitzenleistung und dann werden die Beine weich. Sie kämpfen zwar weiter und manchmal sogar viele Jahre ganz gut, aber sie sind einfach nicht mehr das, was sie waren. Sie sind ausgebrannt. Ich habe Jüngere abtreten sehen als Bodhi. Haben Sie ihn gründlich untersuchen lassen? Ja, sie wurden alle untersucht, damit es niemandem auffällt. Und? Tja, vom medizinischen Standpunkt aus ist alles tipptopp. Lungenkapazität, Blutuntersuchung und all das Zeug. Die Werte waren alle exzellent. Unsere Ärzte konnten nichts finden. Wie sind seine Reflexe? Es gibt keine empirischen Tests, jedenfalls keine, die absolute Sicherheit geben. Unsere Männer kombinieren und kalkulieren in Geschwindigkeiten, für die das menschliche Nervensystem eigentlich nicht vorgesehen ist. Vielleicht ist er übertrainiert oder überanstrengt? Das kann man nicht ausschließen. Was würden Sie machen, wenn das der Fall wäre? Da gibt es zwei Alternativen. Entweder wir legen ihn eine Weile auf Eis, also Ruhe und testen. Oder wir verdoppeln sein Trainingsprogramm in allen Sparten und untersuchen ihn nochmals. Und wie nennen Sie diese Methode? Friss oder stirb.
Wie nah ist er jetzt an seiner Belastungsgrenze? Könnte er eine Steigerung verkraften? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Tja, wir sind ja schließlich auch kein Erholungsheim für alte Männer, nicht wahr, Jack? Nein, Sir. 62, 63. Was macht ihr gerade? 3 Minuten Intervalle? Ja. Sehr schön. Dann verkürzt mal auf 2 Minuten. Vierundsechzig, fünfundsechzig, der letzte zählt nicht. Das war's wohl. Weißt du, wenn du auf Französisch gezählt hättest, hätte ich es geschafft. Deine mathematischen Fähigkeiten kannst du vergessen, mein Junge. Hast du schon mal daran gedacht, Missionar zu werden? Lieber Freund, du kennst doch den Spruch. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Instruktion. Jede Zeile enthält einen nicht passenden Buchstaben. Beantworten Sie 1 bis 5. Instruktion. Der folgende Bildtext ist falsch. Korrigieren Sie A und B. Ich werde Ihre Antwortzeit jetzt von 2 Sekunden auf 1 Sekunde verkürzen. Instruktion. 8 Dokumente werden in einer halben Stunde verschlüsselt. Wie viel kann man in 7,5 Stunden verschlüsseln? Na, wie war ich, Doktor? Für einen geistig Behinderten war es eine geniale Punktzahl. Für ein Genie zeugt sie von geistiger Behinderung. Was ist mit den absichtlich falschen Antworten, die ich eingegeben habe, damit Herbie nicht einschläft? Ihre absichtlich falschen Antworten locken schon lange keinen Hund mehr hinter dem Ofen vor. Und schon gar nicht den Computer. Dem habe ich nämlich extra für Sie vorher eine Wahnsinnssperre eingefüttert, Mr. Doyle. Sehr witzig. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die von Ihnen absichtlich falsch beantworteten Fragen die waren, die Sie ganz leicht beantworten konnten? Hm. Außerdem scheint Ihrem hübschen Lockenkopf entgangen zu sein, dass der Computer über Ihr Wissen genaueste Informationen hat. Und folglich extreme Abweichungen Ihres normalen und vorauszusetzenden Wissens gesondert registriert. Und was machen Sie heute Abend? Charakteristisch ist Ihre Flucht in den sexuellen Chauvinismus. Das haben Sie vorhin schon gezeigt, laut und deutlich. Was? Wie denn? Indem Sie den Computer als Maskulinum sehen. Old Herbie? Das ist charakteristisch für Sie. Sie haben wahrscheinlich in gewisser Hinsicht ein Gefühl der Ehrfurcht vor seinen unbestreitbaren Kräften. Außerdem spüren Sie einen Zwang, ihn zu deformieren und ihm einen kindischen, verniedlichten Namen zu geben. Kurz und ohne Umschweife gesagt, eine profunde Unsicherheit auf sexuellem Gebiet. Was sagen Sie dazu, Bodhi? Ja, natürlich. Masochist oder sowas. Sich selbst andauernd zu quälen, bereitet einem ein masochistisches Vergnügen. Ich sage Ihnen was. Ich wette mit Ihnen um 5 Pfund. Dass bei Ihnen die Geschichte vom Froschkönig andersrum funktioniert. Nehmen Sie mich heute Nacht mit nach Hause und ich garantiere Ihnen, morgen früh sitze ich als Frosch auf Ihrem Kissen. Oje. Was heißt oje? Hier sind die 5 Pfund. Also los, greifen Sie zu. Wenn ich mal eine Märchentante brauche, dann rufe ich Sie an. Auf Wiedersehen, Boys. Sagen Sie dazu, Bodhi? Ja, natürlich. Masochist oder sowas. Sich selbst andauernd zu quälen, bereitet einem ein masochistisches Vergnügen. Na, wie schätzt du meine Chancen bei der Königin der Kybernetik ein? Das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass ein Stück Käse versucht, eine Maus zu verführen. Und wie steht es mit deinen hochtrabenden Ambitionen in dieser Richtung? Ich bin ein fetter, lauernder Kater und stehe auf dicke, fette Mäuse. Sieben, sieben, ruf 3. Ende 1-9. Hallo, Mr. Cowley. Ah, Dr. Ross, ist das Bodys Akte? Ja, der neue Test bestätigt meine Untersuchung vom letzten Monat. Ein 10%iges Absinken seiner geistigen Fähigkeiten ist enorm.
Es kann natürlich aber auch sein, dass die Tests, die meine Vorgängerin gemacht hat, zu hoch bewertet wurden. Aber mein erstes Resultat deckt sich mit Ihrem vorangegangenen. War Doyle-Stack-Quotient unverändert, wie Sie erwartet haben. Kennen Sie irgendwelche Präzedenzfälle, die sich hier anwenden lassen, Dr. Ross? Nein, ich überprüfe zwar die Unterlagen anderer Institute, um ganz sicher zu gehen, aber es wird noch etwas dauern, bis sie ausgewertet sind. Ein Faktor in seinem letzten Test könnte allerdings von Bedeutung sein. Ja? Sehen Sie, das Absinken seiner Leistungsfähigkeit wurde deutlich besser, als ich die Antwortzeiten verkürzt habe. Hier seine Punktzahlen, angefangen bei 10 Sekunden Bedenkzeit, 6, 4, 2. Je weniger Zeit er zum Denken hat, desto besser ist er. So kann man es auch ausdrücken. Wie kann man es noch sagen? Je mehr er denkt, desto schlechter ist er. Naja, so kann man es auch sehen. Fakten sind Fakten. Sagen Sie, bei einem Glas Wasser ist es halb voll oder halb leer? Wenn es sich um ein großes Glas mit irischem Whisky handelt, würde ich sagen, es ist halb leer. Danke, Dr. Ross. Er trinkt ein Bier in einem Pub. Wie heißt das Pub? Cigarette Flag. Sonst noch was? Nein, aber die Königin der Nacht wird er heute nicht aufreißen. Was heißt das? Er muss ein hartes Training hinter sich haben. Sieht geschafft aus. Danke, 77. Das war's für heute. Feierabend. Ende. 77 an Zentrale. Feierabend. Es ist jetzt 19 Uhr. Ende. Ja, kommen Sie rauf. Hallo, ich wollte gerade ausgehen. Ich will Sie auch gar nicht lange stören. Seit wann tragen Sie eine Fliege? Ein Geschenk von Bodhi. Ich weiß leider gar nicht, wie man sie bindet. Wollen Sie mich privat sprechen? Ich bin überrascht, dass Sie nach dem harten Trainingsprogramm noch genug Energie zum Ausgehen haben. Das nennt man die schlafende Energie, Sir. Und Stress macht manchmal müde Männer munter. Richtig. Doyle, ich bin nicht zufrieden mit Ihnen. So? Ihre letzten Ergebnisse waren, sagen wir, nicht zufriedenstellend. Nicht zufriedenstellend? Sie haben Ihren Biss verloren. Was? Ich habe meinen Biss verloren? Ja, genau. Und sonst hat wohl keiner seinen Biss verloren, was? Okay, ich bin reingefallen. Sehr raffiniert. Was ist eigentlich mit Bodhi los? Nichts ist mit Bodhi los. Nichts? Jack hat uns nur ganz schön rangenommen, wissen Sie? Einige seiner Trainingsprogramme sind härter als der Ernstfall. Aber Ihre Leistungen sind gut? Bodhi hat das ganze Zeug schon mal durchgemacht, bevor er zum CI-5 kam. Ich nicht. Vielleicht findet er Wiederholungen langweilig. Das ist keine Einstellung. Er entspricht nicht den Anforderungen. Er kommt drüber weg. Über was? Was immer es ist. Was immer was ist. Keine Ahnung. Doyle, decken Sie ihn etwa? Meine Güte, was soll ich denn decken? Nichts. Ich verstehe nicht. Ihn decken, ganz allgemein. Sind Sie etwa hier, um mir zu sagen, dass Bodhi am Ende ist oder sowas? Angenommen, Sie haben morgen früh einen Einsatz, Schwierigkeitsgrad 7. Und Sie können sich drei Männer von uns aussuchen. Zur Wahl stehen Drake, Bodhi, Charlton, Fields, Toggart. Welche drei wählen Sie? Doyle. Welche drei? Charlton. Toggart. Und Fields, aber das ist nur morgen früh und nicht nächste Woche? Monat? Ja? Überlegen Sie sich das mal. Miss Black, Jennifer Black? Ja? George Cowley, CI5. Guten Tag. Ich glaube, ich kenne Ihren Stiefvater, Colonel Barrett, nicht wahr? Völlig richtig. Es scheint Ihnen vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir zu Mittag essen. Tut mir leid, aber ich bin schon verabredet. Ja, mit Susan Radcliffe. Ich habe mir allerdings erlaubt, dieses Essen für Sie abzusagen. Abzusagen? Ja. Sie können sie vom Restaurant aus anrufen. Und dort unterhalten wir uns über einen gewissen Mr. Bodhi. Ach, Mr. Cowley, ich kenne ihn zwar schon seit längerem, aber nicht so gut, wie Sie vielleicht meinen. Und persönlich gibt es keine Schwierigkeiten zwischen Ihnen? Nein. Wieso denn? Verzeihen Sie bitte, die Frage ist etwas delikat, aber vielleicht wissen Sie, ob er irgendwelche Probleme mit Frauen hat.
Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, Bodhi hat keinerlei Probleme mit Frauen. Sondern nur Frauen haben Probleme mit Bodhi. Jetzt, wo wir emanzipiert sind, gibt es genügend andere Dinge, die uns Kummer machen. Wie oft haben Sie sich in der letzten Zeit getroffen? Ziemlich oft. Mehr als sonst? Möglicherweise. Haben Sie irgendeine Veränderung in seinem Verhalten bemerkt? Mr. Cowley, sind diese Fragen wirklich nötig? Absolut. Geht Ihre Fürsorge nicht etwas zu weit? Nein. Ich will Ihnen mal was sagen, Miss Black. Es dauert viermal so lange und kostet doppelt so viel, einen Mann für CI-5 auszubilden als einen Linienpiloten. Auf der ganzen Welt ist die Zahl der hochqualifizierten Piloten jedoch größer als die Anzahl der offenen Stellen. Ich aber bin nicht in der Lage, die freien Stellen zu besetzen, die wir schon lange haben. Und das, obwohl ich aus allen Eliteeinheiten unserer Streitkräfte auswählen kann. Es ist leichter, einen Trapezkünstler oder Hochseilartisten zu ersetzen, als einen meiner Männer. Interessant, Sie überzeugen mich. Trotzdem, ich weiß leider nichts Wichtiges über Bodhi. Denken Sie drüber nach. Vielleicht fällt Ihnen doch etwas ein. Vielleicht. Und in der Zwischenzeit? Ja? Falls Sie ihn demnächst treffen sollten, halten Sie die Augen offen. Sie meinen ausspionieren? Ach, das ist leicht übertrieben. Es wäre eine große Hilfe. Eigentlich geht mich diese Sache überhaupt nichts an. Wir leben hier alle doch nicht schlecht. Das ist immer noch einer der elegantesten und zivilisiertesten Plätze auf der Erde. Und ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass es so bleibt. Auch wenn sich einige dabei die Hände dreckig machen müssen. Fertig, Bodhi? Ja. Also los dann, ab. Wenn Sie eine Katze wären, Bodhi, hätten Sie noch 5 Leben übrig. Ah, schon wieder tot, Sonny Boy. Denken Sie an ein kleines Kind. 3 Jahre alt. Es nimmt einen Eimer, füllt ihn voller Sand und drückt den Sand fest. Es dreht den Eimer um und hebt ihn ganz vorsichtig wieder hoch. Das Kind hat einen Sandkuchen. Aber plötzlich nimmt es einen Spaten und zerstört seinen Sandkuchen. Wenn wir das Wesen dieser Zerstörungsaktion bei jeder Reaktion und jeder Nichtreaktion unseres Lebens nachvollziehen könnten, dann würden wir mit einem Geist leben, der so rein und so frei ist wie der Geist eines 3-jährigen Kindes. Wie kommt es, dass das Kind in voller Absicht handeln konnte, wo es doch gar keine Zeit hatte, sich diese Absicht auszudenken. Das Motiv und die Aktion sind eine Einheit. Was das Kind tun kann, aber nie zu tun gelernt hat, müssen Sie lernen. Was immer es ist, was Sie zu tun haben, Sie müssen einen Weg finden, es zu tun.
Ich weiß, es ist nicht weit von deinem Trainingsplatz. Aber müssen wir ausgerechnet hierher gehen? Es gibt tausend andere Lokale. Na schön, wir trinken aus und dann gehen wir. Sechs Bier, sechs Sträume und ein Löffel zum Umrühren. Sechs halbe Lager und ein Brandy für ein Fußballsüße. Komm schon, also sechs halbe Lager und ein Brandy zum Nachspülen. Bier, 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 Bier. Es ist interessant festzustellen, dass Sie hier im Westen, die Sie doch als Erste einen Unterschied zwischen Körper und Seele gemacht haben, so viele Meinungsverschiedenheiten und Probleme hatten, die Seele zu lokalisieren. Einige meinten, sie wäre im Blut. Andere meinten, in der Leber. Wieder andere platzierten sie in das Herz oder in das Hirn. Und als sie allmählich die Funktionen des Körpers verstanden, Teile sezierten und unter dem Mikroskop untersuchten, entdeckten sie, zu ihrer großen Überraschung, dass die Seele nirgendwo zu finden war. Ich fürchte, ich habe das noch nicht ganz richtig verstanden. Meinen Sie etwa, dass Bodhis Seele krank ist? Falsch. Wenn so etwas existiert wie eine Seele, dann kann man definitionsgemäß nicht sagen, dass sie krank ist. Eine Seele ist eine Seele. Sie ist kein Organ. Aber wenn nun diese Seele, die durch den Körper agiert, nicht durch die Aktionen des Körpers befriedigt wird, wird der Körper, nicht die Seele, krank. Bodhis Körper ist krank. Und wo ist er krank? Hier. Ist das schlimm? Es ist sehr schlimm. Also komm. Hey, du! Das ist meine Absicht, wirklich. Wir zahlen Ihnen Nein, den Drink. Kommt nicht in Frage. Sowas kann doch mal schon passieren. Schon gut, schon gut. Ich saß wohl nur ungünstig. Hey, Jimmy, zwei neue Gläser für die Herrschaften auf meine Rechnung. Komm, lass dich doch von denen nicht provozieren. Wir gehen jetzt schön essen. Mit dem Ersatzmagazin. Das Scheißding ist verbogen. Das war eine echte Ausnahmesituation. Bei uns ist jede Situation eine Ausnahmesituation. Sie hätten sich vorher vergewissern müssen. Wann denn? Nach dem Öffnen meines Fallschirms oder im freien Fall? Vor dem Absprung. Also los, 3-7. Raffiniert. Hey! Brillant. Das war wie aus dem Lehrbuch. Ja, ich war auch wirklich sehr beeindruckt. Naja, ein blindes Huhn findet eben auch mal ein Korn 4-5. Doll! Instruktion. Suchen Sie aus jeder Zeile die Worte heraus, die nicht zueinander gehören. Zeile 1. Zeile 2. Zeile 3. Zeile 4. Zeile 5. Interessant, Bodhi. Am Anfang waren Sie nicht sehr gut, aber bei den letzten drei Zeilen haben Sie 100% erreicht. Tatsächlich? Naja, ich war schon immer gut am Schluss.
Ja, wenn es um den Endspurt geht, geht er aufs Ganze. Aber Ihre ausgezeichnete Punktzahl weicht so sehr von Ihrer Norm ab, dass ich Sie leider aus der Gesamtwertung herausnehmen muss. Das ist unfair. Irgendwas sagt mir, dass Sie diesen Test vorher schon kannten. Oh. Tja, der hat schon in der Wiege abgeschrieben. Mhm. Haben Sie eine bessere Erklärung für Ihre plötzliche Meisterleistung? Nein. Ach doch, ich habe im Spielsalon neulich eine ganze Nacht lang Krieg der Sterne gespielt. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen zu alt sind für sowas? Wissen Sie, der erste Bandit, den ich kennengelernt habe, war einarmig. Er hatte einen Volltreffer. Ja, 60.000 alte Sixpence-Stücke. Ganz schön schwer. Er hat geweint. Ja, waren nicht mal drei Bananen wert. Warum ist er zum CI5 gegangen? Sehr schön. Also alle zufrieden mit 4-5? Dann zu 3-7. Zu Bodhi. Jack? Fantastisch. Der Junge ist wieder voll da. Ich nehme alles zurück, was ich neulich über ihn gesagt habe. Er ist in blendender Form. Sie sind mit seiner physischen Kondition zufrieden, Dr. Hedley? Sehr. Sein Puls ist ausgezeichnet. Lungenkapazität 6 Liter. Wenn er beim Derby startet, könnten wir unsere Pension auf ihn setzen. Dr. Ross? Tja, ich bin in diesem Fall offensichtlich die einzige Gegenstimme. Meiner Ansicht nach sollten wir 3-7 nicht mehr den Standarduntersuchungen unterziehen, sondern vielmehr einer tiefen psychologischen Analyse. Blödsinn. Philipp. Nichts für ungut, Dr. Ross. Wir haben alle Ihre Berichte gelesen und ich bin sicher, dass sämtliche Angaben von Ihnen nach bestem Wissen erstellt worden sind. Die Frage ist nur, ob sie relevant sind. In den letzten 10 Wochen haben Tests und Beobachtungen eindeutig ergeben, dass seine intellektuellen Fähigkeiten auf allen Ebenen wie Wahrnehmungsvermögen, Logik, Intuition, Lang- und Kurzzeitgedächtnis, dass sie alle in Relation zueinander widersprüchlich und in sich selbst sprunghaft sind. Ich habe außerdem Proben seiner Stimme während der gleichen Periode verglichen. Ganz richtig. Mit dem Resultat, dass sein Geisteszustand nicht in Ordnung ist. Dr. Ross, Sie müssen doch selbst zugeben, dass die letzten Resultate mehr als zufriedenstellend sind. Aber das ist doch genau das, was ich meine. Mehr als. Die Verbesserung ist zu eklatant. Sprechen wir auch wirklich von ein und derselben Person, meine Herren? Haben Sie wirklich keine Veränderung an seinem allgemeinen Verhalten bemerkt? Nein, was ist mit seinem Verhalten? Die meiste Zeit fühlt er sich wie ein Kind auf. Diese Männer werden ausgebildet, um zu töten und vielleicht selbst getötet zu werden. Täglich stehen sie auf Abruf, um dem Tod ins Auge zu blicken, nicht Übungsgranaten, Rauch, dem Tod, damit die Bürger dieses Landes ihr Leben ohne Furcht und Angst leben können. Es ist nur natürlich, dass Jungs wie Bodhi Tod und Verwundung auf die leichte Schulter nehmen. Vielen Dank, Jack, aber mir geht es um etwas anderes. Dieser Zwischenfall neulich mit der Wasserpistole aber war doch... Aber ich bitte Sie. War völlig infantil. Dr. Ross, unsere Männer haben nicht gerade den gesündesten Beruf. Also gönnen Sie ihnen doch das bisschen Spaß hier und da. Solange Ihre geistigen Fähigkeiten nicht beeinträchtigt werden, können Sie so viel Spaß und kindischen Quatsch veranstalten, wie Sie nur wollen. Vielleicht hätten wir schon die erste Abzweigung fahren müssen. Und du hast behauptet, dass du hier schon mal warst. Wenn ich sage, ich war hier, dann war ich auch schon mal hier. Wozu ihm weiter nachfahren? Der hat doch keine Ahnung. Wir werden sehen. Kate Ross. 41-4256-16. Persönliche Datenspeicherung. Betrifft CI-5. 0298-B11. Eingespeicherte Person 37 Bodhi. Streng geheim. Legen Sie Ihre Hand auf den Schirm und sprechen Sie Ihren Codesatz. Kate Ross. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Identifizierung positiv. Danke, Dr. Faustus. Persönliche Daten des C1-5. Betrifft 37, Bodhi. Tja, und im Tale grünet Hoffnungsglück. Wo hast du ihn kennengelernt? Wir arbeiten zusammen. Als was denn? Als Sekretäre. Ach Quatsch. Nein, ehrlich. Was für Sekretäre denn? Wir arbeiten für eine Schriftstellerin. Wirklich? Ja, sie diktiert jeden Tag ein Kapitel. Da schreibt ihr zu zweit mit? Nein, er schreibt das eine Kapitel und ich dann das nächste. Wenn er sein Handgeschriebenes abtippt, bin ich eben dran und umgekehrt. Und was sind das für Bücher? Kriminal- und Liebesromane. Wie alt ist denn die Schriftstellerin? 89. Sie ist mit einem Pfarrer verheiratet. Ich glaub dir kein Wort. Ja, natürlich. Masochist oder sowas. Sich selbst quälen bereitet einem ein masochistisches Vergnügen. Diese Frequenzen entsprechen den alten Aufzeichnungen hier. Und jetzt nehmen wir eine der neueren Aufnahmen.
Passen Sie auf. Wissen Sie, der erste Bandit, den ich kennengelernt habe, war einarmig. Er hatte einen Volltreffer. Ja, 60.000 alte Sixpence-Stücke. Ganz schön schwer. Er hat geweint. Ja, sie waren nicht mal drei Bananen wert. Wenn wir den Scherz mal ausklammern, die Fakten sind diese Frequenzen. Sie zeigen uns die seelische Verfassung des Sprechers, die meist außerhalb seiner bewussten Kontrolle liegt. Und was beweist das alles? Alle Beobachtungen der letzten Monate zusammengenommen ergeben ein klassisches Beispiel für alternierende Hochstimmungen und Depressionen. Hervorgerufen durch ein Trauma, das wir bis jetzt noch nicht lokalisieren konnten. Ja, stille Wasser sind tief. Verschwinde hier! Was ist denn das? Ach, gib mal nicht so an, Junge. Ein paar dieser Cowboys sind vielleicht besser als du. Schon gut. Und Hammerson in 2,45. Doyle? Höhe Doyle? Ja. Rennen 2. Gut, danke. Bei Bodhi werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was für ein traumatisches Erlebnis es war. Abgesehen davon zeigen doch die letzten Untersuchungen, dass er sich psychisch und physisch wieder eingependelt hat, nicht wahr? Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dass es bei ihm zu einem Ausbruch kommt. Einem Ausbruch? Ich habe die Gesetzmäßigkeit der Katastrophentheorie auf seine Daten angewandt. Die Eruptionen finden immer dann statt, wenn das Objekt ganz plötzlich oder auch gewaltsam von einem Zustand in den anderen versetzt wird, also Kulminationspunkte. Ah, ich verstehe. Sie nehmen mich wohl nicht ganz ernst, nicht wahr? Vielleicht können Sie mir das mal mit einfacheren Worten erklären. Sehr gern. Nach meiner Ansicht und unter Berücksichtigung der letzten Berichte von Jack Crane über sein Kampftraining, also nach meiner Ansicht, leidet Bodhi unter einer Art von Todessehnsucht. Bodhi! Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Kannst du fahren oder kannst du nicht fahren? Die Risiken, die er im Training auf sich genommen hat, entsprechen exakt den ehrgeizigen, aber rücksichtslosen Wesenszügen, die auch in meinen Untersuchungen aufgedeckt wurden. Also ich fürchte, jetzt kann ich Sie beim besten Willen nicht mehr ernst nehmen, Kim. Tut mir leid. Juhu! Nicht schlecht. Viel Glück. Danke, Sally. Und wenn Sally. Du mal etwas schneller fahren willst, ja? Dann drehst du einfach am Griff. An welchem? Ach, an da. An da. Ja, okay. Also dann, und fahr los. Ist das jetzt schon das Rennen? Nein, die Jungs üben vorher noch. Sie fahren sich ein. King Billy. Und wer ist er? Der Größte. Er hält sich für den hiesigen Champion. Er glaubt, er gewinnt jedes Rennen. Wer waren die Rocker? Das war die Konkurrenz. Wenn du diesen King Billy schlagen kannst, dann kriegst du die Telefonnummern aller Stewardessen von allen Fluglinien der Welt. Thank you.
Sieger! Hurra! Ich werd verrückt, Junge! Du hast gewonnen! Nicht zu fassen! Du bist gefahren wie ein Champion! Ja, wie ein Champion! Hör doch auf, was soll der Quatsch? King Billy ist tot! Es lebe King Doyle! Du warst fantastisch! Hör zu, mein Freund. In Zukunft fährst du deine Rennen selbst, klar? Wieso bist du sauer? Du bist brillant gefahren. Ah, diese Kerle wollten mich ablocken und das war sehr gefährlich. Du bist schmutzig. Ah, da ist ja auch schon der Champagner für den Sieger. Ja, Freunde, man muss auch mal verlieren können. Und heute ist der Tag der Tage. Ja! Fertig, oder was? Er scheint sie ärgern zu wollen. Ja, er kennt sie von irgendwoher. Glaubst du, er will sich mit ihnen prügeln? Nein, der wird sich davor hüten. Wieso bist du so sicher? Wenn er sich mit denen prügelt, verliert er seinen Job. Als Sekretär? Ja, die Gewerkschaft der Sekretäre ist streng. Dann lassen Sie mich noch einen letzten Beweis antreten. Na gut. Datenspeicher 00298-B11, Geheimsache. Abruf 370C, 25 wiederholen und auswerten. Sieh doch, Ray. Hector, komm, wir gehen jetzt. Willst du nicht auf ihn warten? Ist was passiert? Am Witwenmacher. Witwenmacher, was ist denn das? Er fordert Billy am Witwenmacher heraus. Komm mit. Und was ist das? Das sind die ausgesuchten Daten, die einen Gesamtüberblick über jeden Mann geben, der in Bodys Spezialeinheit in Übersee gedient hat. Also in der Zeit vor CI-5. Trevor, ich erinnere mich, er war ein guter Soldat. Er ist tot. Ja, ein Unfall auf einer Baustelle. Er wollte jemanden vor einem stürzenden Kran retten. Phil Pott. Autounfall. Tot. Ich weiß sehr wohl, dass einige dieser Männer tödlich verunglückt sind, Dr. Ross. Aber ich glaube, das makabre Element kommt dabei von Ihnen. Na, was ist? Zu feige? Also gut. Wir fahren. Keiner dieser Männer ist heute noch am Leben, Mr. Cowley, und keiner ist bei einem Einsatz umgekommen. Das dürfte reichen. Danke. Das mache ich nicht für dich. Ja, ich weiß, fürs Motorrad. Richtig. Da musst du ganz schön aufdrehen. Ach ja? Ja. Einen Zahn zu viel. Was? Und du machst einen Looping. Wann ist es gekommen? Heute. Außerdem habe ich die Protokolle der Todesfälle sämtlicher in Frage kommender Regimenter damit verglichen, wie Sie hier sehen können. Der Anteil der gewaltsamen Todesfälle bei den Ex-Mitgliedern von Bodys Regiment ist nicht nur größer als in jedem anderen der Armee, er ist 10-mal größer. Sie wurden für außergewöhnlich gefährliche Einsätze ausgewählt. Ja, sie sterben wie die Fliegen. Ihre Arbeit ist gefährlich. Tiefseetauchen, Industrieschutz, Goldtransportschutz. Sie arbeiten aber auch in völlig normalen Berufen. Der letzte Todesfall liegt nur 2 Monate zurück. Und der Mann war in Bodys Abteilung. Wenn du die Maschine ruinierst, verbrenne ich deine Gummiente. Komm schon. Wollen wir denn nicht hierbleiben, zuschauen und ihn anfeuern? Du willst diesen Clowns zuschauen? Ohne mich. Ich warte in der Bar. Viel Glück! Ist das gefährlich, was er vorhat? Motorradfahren ist immer gefährlich. Ist es gefährlich? Ja, frag nicht so viel. Sie könnten sich auch verletzen? Sie könnten sich umbringen. L-T, was bedeutet das? Meine Abkürzungen, die Todesursachen. L ist Leichenbeschauer, also Leichenschaubefund. MT ist militärischer Tod, TU Tod durch Unglücksfall. Bis dass der Tod uns vereint. Was ist das? Das Motto der Spezialeinheiten. Es gibt kein besseres Beispiel. Sind Sie jetzt nicht auch davon überzeugt, dass Bodhi für Einsätze mit Schwierigkeitsgrad 7 nicht geeignet ist? Ich glaube, wir müssen jetzt schnell handeln. Versuchen Sie, noch mehr Details rauszufinden. Denken Sie, dass er in Gefahr ist? Hoffentlich nicht, aber es darf nicht so weit kommen. Wer fährt zuerst? Jeder 3 Durchgänge. Ja. Ich fahre als Erster. Ich kenne dich doch von irgendwoher. Stimmt's? Thank you.
Zwei Versuche hast du da noch. Das war gar nicht so schlecht, Na, willst du weiterfahren? Nach mir hast du noch einen Versuch. Kommen Sie mit, Schwester. Er hat mich erkannt. Keine Angst. Jetzt sind wir erledigt. Nur keine Angst. CI 5. Er wartet auf Sie, Sir. Danke. Herein. George Cowley. Guten Tag. Das ist Dr. Ross. Freut mich. Und hier sind die Auszüge aus der Akte Williams. Herein. Die Akten. Danke, Dave. Bitte sehr. Und das ist nur ein Teil der Untersuchungsakten. Inspektor, Sie sagten am Telefon, dass der Fall abgeschlossen ist. Der Fall ist nicht abgeschlossen, er ist ungelöst. Ohne Hinweise? Ohne Verdächtige? Es war an einem verlängerten Wochenende eines dieser Motorradtreffen mit 5000 Teilnehmern von weiß Gott woher. Und die Hälfte davon war und ist ohne festen Wohnsitz. Sie waren alle verdächtig. Welche Liste stellen Sie sich vor? Die Abonnenten der Motorcycle World? Er war in eine Schlägerei verwickelt, nicht wahr? Laut Obduktionsbefund hatte er Prellungen und Quetschungen an den Fingerknöcheln und auch an anderen Körperteilen. Er muss also logischerweise Schläge empfangen als auch ausgeteilt haben. Aber Williams hatte eine Spezialnahkampfausbildung. Das wissen wir bereits. Dann war es vielleicht jemand mit ähnlicher Ausbildung. Ja, vielleicht. Oder es waren mehrere. Dieses Wochenende war ein richtiges Rockertreffen. Shepters nannte sich die in Frage kommende Bande. Wir hätten sie doch überprüfen können. Soweit es uns möglich war, haben wir natürlich Nachforschungen angestellt. Die anderen Grafschaften haben uns geholfen, aber die haben ihre eigenen Kriminalitätsprobleme. Und das war's dann? Williams hatte laut Akten oft mit Gewaltverbrechen zu tun. Im Dienst der Nation? Auch schon vorher. Aber nicht seit seiner Entlassung? In den Akten steht nicht alles, Sir. Was ist mit der Zeugin, die nicht aussagen wollte? Seine Freundin. Wieso wollte sie nicht aussagen? Aus Angst, aus Furcht vor Vergeltung. Und sie war nicht zu überreden? Selbst wenn sie ausgepackt hätte, wäre sie vor Gericht wieder umgefallen. Ein Festessen für die Verteidigung. Und jetzt ist sie verschwunden. Haben Sie ein Foto von ihr? Kann ich das haben? Aber selbstverständlich. Danke, Inspektor. Kommen Sie. Hey! Hast du dich endlich ausgetobt oder willst du hier vielleicht übernachten? Oh, es ist eigentlich ganz schön hier. Ich glaube, ich bleib noch ein bisschen. Wenn du die Rocker aus der Reserve locken willst, dann hast du es bald geschafft. Ja, mit Hilfe eines Freundes. Nein. Nein, nein, nein. Die Suppe, die du dir einbrockst, musst du allein auslöffeln. Suppe? Wer sagt was von Suppe? Bodhi, ich habe Angst. Ach was, spring auf.
Billy, wir dürfen sie nicht einfach wegfahren lassen. Wo ist Bodie? Was weiß ich? Sie sollten ihn doch im Auge behalten. Ja, aber als ich gesehen habe, was er vorhat, wurde mir schwarz vor Augen. Was hat er vor? Ach, er kauft sich gerade eine verbilligte Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe. Er macht was? Sie sind die Therapeutin. Ich will gar nichts davon wissen. Er ist komplett beknackt. Er will sich doch glatt mit einer ganzen Rockerbande anlegen. Was? Fahren Sie doch hin und... Diese Rocker haben einen Freund aus Bodies alter Truppe getötet. Er wird sie umbringen. Das wäre das Ende von CI5, wenn er es tut. Wissen Sie, wo sie sind? Die müssen irgendwo da oben sein. War dieses Mädchen heute da? Ja, diese Rothaarige. Die ist auch da und um Bodie rumgeschlichen. Ich hab mir schon gedacht, dass die sich kennen. Sie war Williams Verlobte. Das schaffst du nicht, die sind in der Überzahl. Mach dir keine Sorgen. Hey, du! Die Kleine hat gequatscht, hä? Deswegen werden wir euch beiden das Maul stopfen. Schlag zu, Jim! Mach ihn fertig! Bodie! Sind Sie wahnsinnig, Bodie? Wenn Sie nicht sofort loslassen, erschieße ich Sie. Sind das die Kerle, die Keith Williams umgebracht haben? Ja. Und Sie werden das auch vor Gericht aussagen. Antworten Sie! Ja! Das werde ich. Inspektor Bossman übernimmt den weiteren Transport. Ende. Zentrale, Ende. Verstanden. Zentrale, Kanal. Sir? Ja? Wir fahren anschließend zum Untersuchen. Darf ich Sie mal etwas fragen? Was? Ende. Hätten Sie geschossen, wenn ich ihn erwürgt hätte? Was denken Sie wohl? Was glaubst du? Ich glaube, er hätte es getan.